Und damit Halli, hallo Hallöchen, zurück zu einer neuen Folge Let's Play Kfz-Werkstatt Simulator oder auch Car Mechanic Simulator. Wir spielen weiter in der Karriere, die Musik ist wieder scheiße laut. Ja, ihr seht schon, wir haben knapp 20 von 76 Missionen geschafft, also ein bisschen mehr als 25%. Heißt, knapp 4 Wochen wird das Projekt gehen, freut mich. Ich denke mal, viel länger muss es auch nicht werden, weil das doch ziemlich öde wird. So, na dann lesen wir mal, was müssen wir zuerst tun? Ich kann mir kaum ein Auto leisten, aber ich habe es endlich geschafft, mir eins zu kaufen. Leider starten es nicht. Startet, wenn schon. Helfen Sie mir bitte. Ich habe nur $300 übrig und es muss einwandfrei laufen, bevor ich es meinen Eltern zeigen kann. Finde eine Lösung. Okay, machen wir jetzt erstmal einen OBD-Check. Oh, sogar richtig gesagt. Yay. So, ja. Dann gehen wir wieder raus und machen einen reinen Fahrwerkscheck. Beziehungsweise eine Testfahrt. Mann. Der Zustand erlaubt keine Testfahrt, okay. Heißt, es muss irgendwas am Motor kaputt sein, da man ja sonst fahren könnte. Batterie geht eigentlich noch. Ah, hier haben wir schon das Problem gefunden. Es muss die Kunststoff-Motorblock-Abdeckung ab. Die Zündkabel sind im Arsch. Wir probieren nochmal noch die Zündkerzen. Okay, die sind alle vier auch weg. Eins. Lassen wir die Teile anzeigen. Zwei. Drei. Und vier. So, vier Zündkerzen und und ein Zündkabel. Eins, zwei, drei und vier. So. Als nächstes noch ein Zündkabel. Das ist nur ein Vierzylinder, das reicht. Perfekt. Einbauen. Hast du nicht auf den Timer geguckt? Ich muss jetzt einfach mal abschätzen, wie lange wir machen. Verdammt. Naja, ich bin ja nicht an irgendwie 15 Minuten, muss mich ja nicht halten wie früher, das war bei YouTube, das war ja ganz grässlich, da durften die Videos maximal 15 Minuten lang sein. Das haben sie ja jetzt zum Glück endlich beseitigt und da kann ich theoretisch auch ein 10 Stunden Video machen und das alles in einem Part spielen. Ja. Herzlich willkommen zu Let's Play. Wenn euch das Let's Play gefallen hat, lasst ein Like da und so weiter und so fort. Oh, das war's schon. Sehr schön, nächster Auftrag bitte. Gleich mal unfertigen Schluck trinken. Keine Angst, ist noch Wasser. Natürlich. Also wenn ich jetzt hier so loslalle, weil er nicht versteht, dann ja. Ersetze die Gummibuchsen. Meine Gummibuchsen sind weg. Ersetzen sie bitte alle. Wo sind sie denn hingelaufen? Ne? Finden noch auf Mallorca. Gummibuchsen. Was sind Gummibuchsen? Warte mal, die waren glaube ich unterm Auto. Das kotzt mich so an mit dieser Steuerung, muss mir noch was einfallen lassen. Prüfmodus. Da ist eine Gummi. Die heißen Gummimuffen und nicht Gummibuchsen, du Vollhorst. Eins. Zwei. Okay. Na, gleich geht's weiter. Moment. So, und hinten gibt es natürlich auch noch ein paar Gummimuffen. Moment. Muss ich mir gleich mal aufschreiben, dass ich jetzt kurz den Cut hier setze. Ja, da gab es gerade was Wichtiges zu regeln und das musste jetzt einfach mal sein. Tut mir leid. Okay, also vier Gummimuffen müssen wir ersetzen. Ersatzteile. Gummimuffen. Da.
1, 2, 3, 4. Sehr schön. Na, ey, das mit der Maus, das kotzt mich an, ehrlich gesagt. So, Montage. Oh, scheiß Helikopter da draußen. Muss das sein? Ich hoffe, ihr hört den nicht so laut. Der nervt, Mama. Der Helikopter draußen nervt. Ich will schlafen. Nein. Alter. Ich will doch mal diese Copy-Muffer installieren. Links. Da. Ja, anbauen. Sehr schön. Jetzt verkaufen wir noch unser ganzes Inventar. Gibt ja eh nicht viel. Zündkerzen. 1 Euro. 0 Euro. 1 Euro. So. Sehr schön. Dann. Warte. Nein, hier. Auftrag bearbeitet. Repaired. Die Gummimuffen sind wieder da. Juhu. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Sie sind wieder da. Wow, wir haben schon 2 Jobs geschafft. Wir sind gut. Ach ja, ich werde alt. Es ist 10:45 nachts und ich bin todmüde. Heute oder abends, wie auch immer. Erstens repariert die undichte Wasserpumpe, zweitens überprüft den Zahnriemen. Dieses Auto macht mich wahnsinnig. Ich habe bereits alle Zündkerzen ersetzt und jetzt das. Die Wasserpumpe ist undicht geworden und diese Flüssigkeit hat einen der Riemen beschädigt. Bitte schauen Sie nach und reparieren Sie alles. Okay, Zahnriemen überprüfen und Wasserpumpe reparieren. Okay. Prüfmodus. Der Zahnriemen ist aber eigentlich noch okay, ja. Also. Genauso wie der Keilriemen. Lichtmaschinen, alles. Ah, Wasserpumpe, genau, die ist kaputt. Und die Lichtmaschine, ich dachte. Okay, also. Wir wollen die demontieren. Da muss zuerst der Zahnriemen ab und davor muss der Keilriemen ab. Dann der Zahnriemen. Oh, erstmal diese komische Spannrolle. Riemenspanner. Das war eine Spannriemen. Oh, diese Fachausdrücke. Wir brauchen eine Wasserpumpe. Okay. Eine Wasserpumpe, bitte, Monsieur. Monsieur et Madame. Eine Wasserpumpe, bitte. Wo ist denn eine Wasserpumpe? Da. Und es knallt und kracht in jener Nacht. Einbauen. Wasserpumpe. Yay. Ich muss sagen, das ist ein wahnsinnig spannendes Spiel. Das hält mich hier wach. Das ist schlimmer als Outlast. Schauen, vielleicht nehme ich jetzt nochmal irgendwas Spannendes auf, jetzt direkt im Anschluss. Schon mal irgendein zukünftiges Projekt, ne? Ich habe da ja so einiges geplant. Aber es fehlt mir das gute Internet dafür. Ne, also ich habe jetzt einiges geplant und das wird jetzt auch in den nächsten Wochen und Monaten kommen. Verspreche ich euch. Ey, geil, wir haben eine neue Werkstatt. Teste das Auto für eine Diagnosefahrt. Ich habe gehört, ich kann mein Audio auf meine Diagnosefahrt testen lassen. Ich möchte sicher sein, dass alles okay ist, bevor ich in die Sommerferien fahre. Das ist ja mal geil. Vor allem ist sie groß, aber wir spiegeln uns nicht. Die ist ja mal geil groß. Okay, hier können wir eine Testfahrt machen. Hier ist der Laptop. Radio. Oh, coole Musik. Die haben wir noch nicht. Okay. Das ist, glaube ich, nicht unser Auto. Damit kann man Motorblock rausheben, das weiß ich. Hier kam. Ah, okay, man kann Teile ab jetzt reparieren lassen. Das ist schön. Können wir das vorher schon nicht, ha? Ich glaube nicht. Okay, Hebebühne und hier machen wir den Diagnosefahrt. Sehr schön. This friend me. Yeah. Cool. Das sieht ja mal stark aus. Gefällt mir vom Aussehen. Gut, das Navi ist ein bisschen klein, aber an sich gefällt mir das. Lisa H. hat dir eine Freundschaftsanfrage geschickt. Aha. Ah, ich muss Bremsen drücken. Okay.
Peach. Wir müssen ein Stück vorfahren. Und die Hinterreifen. Die Hinterbremsen testen. Ja. Also wie lange dauert denn das? Yeah, pedal to the metal. Nein. So, bremsen. Ach, jetzt. Oh, ich hatte die schon gedrückt und dann. Das klingt kaputt. So, jetzt fahren wir weiter. Hinterräder für den Fahrwerkstester setzen. Geht das nicht von alleine vielleicht? Alter, das klingt sowas von kaputt. So, wo ist das jetzt? Und dafür habe ich jetzt wie viel Kohle bekommen für diesen Job? Ladebildschirm. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Eigentlich müsste ich ja noch den Job beenden. Ah, okay. 300 Euro, das ist nett. Ja, das gefällt mir. Ich denke mal, dann bekommen wir bei Mission 50 oder so wieder nochmal eine Werkstatt. Du weißt, es gibt drei, das weiß ich. Und ja, dann haben wir das auch richtig schnell alles erledigt. Das freut mich natürlich. Überprüft den Motor und findet eine Lösung. Der Motor meines Autos startet nicht. Bitte reparieren Sie den Fehler schnell. Ich brauche das. Wie ist das Auto hierher gekommen? Nur mal so zur Frage. Dann überprüfen wir nochmal. Okay, die Batterie ist gut. Als nächstes den Anlasser. Der könnte defekt sein. Die müssen wir natürlich abbauen. Abbauen. Aber das sieht eigentlich auch noch gut aus, ehrlich gesagt. 95%. Okay, der Anlasser ist nicht. Dann probieren wir mal die Zündkabel. Vielleicht sind die defekt. Prüfmodus. So. Die sehen auch noch relativ ganz aus. Die Zündkerzen. Ah, die sind defekt. Na, schau an. Zumindest einer. Selbst wenn nur eine Zündkerze da kaputt ist, müsste der. Okay, zweier. Müsste er trotzdem eigentlich noch auf zwei Pötten laufen. Theoretisch. Zwar unrund, aber er müsste laufen. Zwei Zündkerzen, okay, können wir die reparieren? Nee, hä? Oder? Nein, wir wollen doch defekte Wasserpumpe nicht reparieren. Warum haben wir die überhaupt noch im Inventar, frage ich mich. Ich fange schon das an zu nuscheln, ich merke das schon. Zündkerzen, was für ein wahnsinnig spannender Job ist das hier wieder. Na gut, das kann ja nicht immer ein Auto total in Flammen stehen hier in der Werkstatt. Das wär's doch mal. So ein Tuning-Simulator, auch in der Kfz-Werkstatt. 2014. Was für wahnsinnig coole Musik, ey. So, war's das schon? Sehr schön. Nächster Auftrag. Mann, wie viele Aufträge haben wir jetzt gemacht? Ich gucke dann gleich mal im Hauptmenü. Wasser, lecker. Wässerchen. Nein, Wasser. Ersetze alle abgenutzten Teile. Ich bin in ein Schlagloch gefahren und dabei ist die Aufhängung auf der linken Seite kaputt gegangen. Können Sie das reparieren? 3000. Ach, Scheiße, da muss viel kaputt. Hey. Sieht ja cool aus. Wir machen zuerst einen Diagnosetest. Diagnosepfad-Test. Mensch. Gut, von innen sieht er langweilig aus, wie auch der aktuelle Mustang, von daher ist es richtig. Aber ich hätte mir da jetzt ein bisschen mehr erwartet, ehrlich gesagt. Ich
Drücke die Bremse, ja. Das ist dir bewusst. LOL. Vorderrad auf den Fahrwerkstester setzen. Na dann rumpel mal los. Das klingt genauso kaputt wie eben der Luxusschlitten von dem Typen. Ne? Also angemerkt. Noch ein Stück weiter nach vorne. Oh, genau. Ihr seht schon, links ist kaputt. Sehen wir, ob man das jetzt auch wieder sieht. Okay, es ist nur vorne links defekt. Hinten links sieht gut aus. Dann schauen wir uns mal vorne links alle Teile an. Keine Rückmeldung. Das kotzt mich so an, auch irgendwie an dem Spiel. Diese schlechte Programmierung. Sehen wir mal, den Job machen wir jetzt noch und dann ist Folgenende. Dann ist Schicht im Schacht, yo. Prüfmodus. Teile einblenden. Prüfmodus. Ach du Scheiße, was ist denn. Was hat denn der sich alles zerruppt? Was war das für ein Schlagloch, bitteschön? Jetzt erst muss der Reifen ab. Aus dem schönen Felgen, das muss man ihm lassen. Also, da hat er wenigstens ein bisschen Geschmack. So, zuerst muss ein Spurstangenkopf ab. Spurstangenkopf. Dann eine Spurstange. Spurstangenkopf und Spurstange. Spurstangenkopf und Spurstange. Spurstangenkopf und Spurstange. Und ein Stoßdämpfer C vorne links. Stoßdämpfer C vorne links. Das kaufe ich schon mal, aber ich merke mir das nicht. Stoßdämpfer C vorne links. Dann ein Spurstangenkopf. Eine Spurstange. Nach hier. Oh, Alter, was war das für ein Schlagloch? Okay, die Gummimuffe ist auch kaputt. Und ein Querlenker vorne links, der ist bestimmt teuer. Können wir den reparieren lassen vielleicht sogar? Schön. Sehr gut. Querlenker repariert. Das freut mich doch. Und schon haben wir wieder Kohle gespart. Montagemodus. 1. Und 2. Dann brauchen wir noch eine Gummimuffe. Und dann war es das, glaube ich, sogar schon. Hoffe ich zumindest. Gummimuffe. Gummimuffer. Dankeschön. Ach, wo will ich denn hin? Ich muss das von der Seite anbauen. Dieses Ding. Ich Stoßdämpfer C. Wir können jetzt noch mal gucken gleich nach ein paar Upgrades, weil das geht ja mehr langsam als schön. Tolles Deutsch, das geht mehr langsam als schön. Naja, deutsche Sprache, schwere Sprache. Als Gymnasiast geht das halt nicht so einfach. Jetzt gucke ich kurz, ob das war. Nein. Ah, das Rad ist defekt, okay. Ein Vulkan, irgendwas. Das hier war das Spectre, genau das. Boah, das ist aber extrem teuer, ne? Tja, wer ein teures Auto fährt, hat auch teure Felgen. Okay, es war es richtig, ich dachte schon, ich habe mich verkauft.
Das war's. Sehr schön. Und damit sind wir auch am Folgenende. Wenn es euch gefallen hat, lasst einfach ein Like da. Mein Name ist Mr. Tim Böhm. Ja. Haut rein, Leute. Ciao, bis zum nächsten Mal.